Leute, schön, dass ihr wieder hier seid bei Dr. Push mit dem Mistkäfer. Und dem Adcrafter. Ja, und den schönen neuen Kran, mit dem man erstmal umgehen muss, können tun. Und das habe ich gerade angesprochen. Man muss immer, wenn man reinfährt, den Haken manuell höher setzen. Also so eine parallele Einfahrt hat ja nicht. Das stört mich eigentlich schon. Der eine oder andere sagt, du bist zu so kleinlich, aber Kleinigkeiten, die das ausmachen. Mein Leben fast süß. So, was brauchen wir eigentlich noch? Mal hier irgendwie noch was stehen? Ja. Und erstmal Zement mit, ich glaube, das brauchen wir. Ja, wir haben halt jetzt eine Ladung, haben wir jetzt fertig. Die zweite, da fehlen halt noch ein bisschen was. Nämlich genau Sollte das, ich was mal halt alles hier noch bei uns so rumsteht. Das ist jetzt ein einfach alles. Ziegelstein. Ja, du hättest den Zement auch von vorne nehmen können. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich mach das einfach mal so, just for fun, extra weit weg. Das sagst du dir nicht, du kamst nur da gerade besser ran. Das sowieso, aber können ja eigentlich zwei hoch aufstapeln, ne? Nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Das machst du nicht, bitte. Schade. Einfach beinahe hat man gemeint, wer man macht. Einfach nur so, um zu wissen, ob es geht, richtig. Aber das ist mir zu viel Arbeit, die wir hier investiert haben. Also mit den Kranen ist das Problem. Ich sag dir gleich, falls du mal Kran fasst. Mit diesen Schrägen, mit der Joystick nicht gerade bewegen. Das macht nur Probleme. Kann ich dir echt sagen. Es ist grausam. So, Zement haben wir, also brauchen wir jetzt nur noch Isoliermaterial. Ja, das musst du, das komme ich nicht dran. Hast du nix oben? Nur Blöcke. Haben wir noch Platz auf der Ecke? Wie locker. Mein Auge juckt. Was soll ich da jetzt machen? Oh. Kommt der wohl dran an das Isoliermaterial, oder? Ist das genau da, wo der Kran steht? Dann hat Kann es ich mir mir ein auch sein. bisschen am überlegen. Ja, Runterfallen jetzt. lassen? Gut. Das Abladen darfst du den Mist mit dem Kran dann. Also es wird problematisch. Da komme ich nicht her. Ich könnte auf die andere Seite fahren. Ja, ist egal, wir müssen sowieso noch mal fahren. Also fahren Wenn wir das. jetzt oder wie? Doch. Hier geht noch einer drauf, ich lade nur einen drauf und dann lass mal sein. Außer du willst auch nur einen draufladen, das geht auch noch. Hast. Nee, ich weiß auch nicht, das ist halt. Alles ein bisschen doof. Durchs Dach reinladen, das geht, funktioniert, läuft. So drehen. Da drehen wir den so her. Packt man hier hinten hin und runter. Und fallen lassen. Guter Mann. Du machst nur einen ran. Wenn du das so sagst, ich bin zwar da nicht so optimistisch dafür. Ja, einen habe ich dir Platz gelassen, damit du einen noch reinkriegst. So wie das hier aufgeladen ist, mein Gott. So, Stützen runterfahren. Ey, das ist wunderbar aufgeladen. Sag's dir. So voll war der noch nie. Alles draußen? Ja, oder? Komm, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu! Oh. Ziemlich gewackelt. So, ich fahre. Jetzt wäre gut, wenn du nie jetzt an der Stirn fahren. Das meine ich ja. Willst du nicht lieber fahren? Nein, du schaffst das. Hast du Versuche es dich denn drin neu zumindest. gestartet? Ja.
Warte mal, wie gehen die Scheißstütze wieder rein? Was anders? Ja, eher oben, also oben ja, ich hab's ja wohl schon. Oh, die Ampel war im Weg. Wo ich darf hier rein, da bist du nicht. Du fährst ja, ja auch leer, ich fahr voll. Ja, ich könnte eigentlich. Nee, geht nicht. Ich vorne nichts mitnehmen, geil. Nee. Voll, voll gemein, ey. Am Haken lassen und mitnehmen. Das ist aber voll irgendwie, was wir hier gerade eigentlich an Rohstoffen darüber transportieren. So viel Geld. Wie viel bringt uns der Auftrag eigentlich? 500 irgendwas 1000. Alter Schwede, eine halbe Milliarde. Das haben wir gerade eben aufgegeben. Wir haben 13.000. Nur wir kriegen ja dann gleich durch den ersten Auftrag. Ja. Also viel mehr können wir jetzt nichts. Wenn jetzt noch abgebucht wird, dann ist die vorbei. Das war bankrott. Ja, dann machen wir aber wieder gewinnen, weil die buchen ja ab, aber trotzdem nur auf Null. Obwohl sie 50.000 abbuchen wahrscheinlich. Die meinten doch, dass wir sonst bankrott gehen. Was denn, Leute? Das sind wir letztens auch nicht. Stimmt, heute brauchen wir wieder Fertigwände, somit sind wir wieder im Bereich der Fertigwandfabrik. Ist rot, vor mir steht ein Transporter. Wie macht man das mit dem Kran? Nehmen wir jetzt den Kran oder den anderen Kran? Beide. Beide, okay, beide. Wir müssen noch Fertigwände später einsetzen, das wird mit deinem noch Problematik. Somit können wir beide. Ich meine, ein bisschen weiter so weg von dem ganzen Geschehen. Sollte ja normal nicht im Weg stehen. Frage ist jetzt, wie hoch dieses Haus jetzt gleich sein wird, was wir da jetzt gleich bauen. Das müsste ein bisschen höheres werden. Ja, das sind so viele Abschnitte, so viel Magiesen, das ist hier, ne? Ja. Aber okay, damit müssen wir leben. Unser erstes großes Hochhaus, Leute. Jetzt geht's los. Gerade eben hat man einen Auftrag für 270.000. Jetzt sind wir schon bei einem Auftrag für über 500.000. Ja, und das nur, weil wir den Kran gekauft haben. So. Soll ich den jetzt parken? Ja, einfach rein, weil du musst ja eh rein. Das bringt dir nichts. Rückwärts rein, schön. Rückwärts. Ich. Ja, oder vordere ich einfach, ist doch auch egal. Blöd ist, du musst ja damit rausfahren. Oder du bleibst draußen stehen. Normal müsstest du dir ausgehen, oder? Ja. Warte, ich kaufe mal den Kran. Drin. Es geht. Dann schauen wir mal, ob das ausgeht. Normal müsste es hier ausgehen. Magst du mit dem Autokran? Von mir aus? Ich komme mit der anderen nicht so wirklich gut klar, der wackelt mir zu viel in der Luft. Gut. Autokran. Aber bitte back auf der Straße so, dass du nicht auf dem Bordstein und nur auf der Straße stehst. Mit dem gesamten Fahrzeug. Halb Bordstein, halb Straße. Weil dann passiert normal nicht viel was mit der Ladung. Nein, so geht das nicht. Ja, ich bin ja gerade am Überlegen. Fahr einfach eine Runde. Am einfachsten. Kann wieder schön vor der Schrein parken. Ich meine, weil ich sowieso nicht rückwärts fahren kann. Ja, nee, ist generell einfach. Lass dich schön hier neben der Straße knapp hier hinstellen. So. Vorweiter, vorweiter. Ich muss ja auch noch rankommen. Gerade. Einzige, genau. Mach schnell auf, mach schnell auf, mach schnell auf. Sieht recht gut aus. Ja. Einer ist hier vorne, aber sonst. Ich hoffe, dass ich jetzt reinkomme. Du kommst schon dran. Weißt du, soll ich mal kurz nach oben schauen? Du hast ein Riesending, du kommst da locker dran. Ihr weißt du, wie das ist. Jetzt muss ich wieder eine andere Steuerung gewöhnen. An diese langsame Steuerung. Die ist natürlich wieder praktisch, wenn du in zwei Richtungen fährst. Was brauchen wir überhaupt? Ja, viermal Ziegelstein, zweimal Zement, zweimal Isoliermaterial. Ja. Mein Gott. Moment. Achso, so, warte. Kurz schauen erstmal, kurz klarkommen.
Ich hatte vor, nur das Vergnügen mal, das Ding auf und zu zu klappen. Das dauert ja auch ewig, bis man sich herumgedreht hat. Naja, aber es geht. Ich meine, du hast jetzt blöd, weil du wirklich 180 Grad drehen musst. Da bin ich schneller, aber ich brauche nur vor und zurück. Aus dem Grund sind wir ja zu zweit. Genau. Und dann vielleicht schaffen wir es dann dadurch schneller. Das aus doch geht. Also in einiger schneller sind wir es schon. Das ist besonders für seinen großen Auftrag. Dann ist es ja egal, der andere so stand. Einmal Beton bauen wir noch. Dann ist. Und dann lass mich den Beton. Bei Ziegel meine ich, ja. Lass mich den Ziegel, weil ich krieg ihn. Dann überkreuzen wir uns nicht. Damit ich halt den Beton, also Zement. Ja, da ist meiner wieder einfach jetzt. Weil ich wirklich nur geradeaus fahren brauche. Ja, und ich halt wirklich jetzt hier. Bis der Runde machen muss. Kann ich durch switchen? Ja, kannst du. Und Isolierung bauen, oder? Ja, das stimmt. Ja, jetzt brauchen wir zweimal Zement. Isolierung. Ja, zweimal Isolierung. So, das geht ja ratzfatz. Also, ich denke, was wir in der Folge jetzt schon geschafft haben. Wir haben aufgeladen zu Ende. Ja, vor allem. Ja, angefangen mit Abladen. Und vor allem, wie viel Geld wir dafür kriegen. Alter. Ah, das ist jetzt ein neues Gebiet oder was? Ja, okay. Irgendwie schon. Wie schon. Er schnappt sie. Ja, es ist das gleiche Gebiet, nur er holt sich das dann ab irgendwie. Ja, okay, das kann sein, ja. Warte mal, ich bin gerade. Was hast du jetzt für ein Problem? Ich. Ach so, falsches Armchen. Falsches Armchen. Man ist halt nicht gerade das Wahl, was sie da machen, durcheinander switchen und so rein, aber okay. Das nächste ist schon Gießen, gell? Ja. Und dann kann ich schon mal weg, weil du hast den letzten. Nächste, er hat jetzt die zwei wieder weggenommen. Ja. Theoretisch können wir jetzt mit dem Kran gießen. Doppelt. Doppelt. Mal schauen, wie viel ist. Mal schauen, was überhaupt ist. So, schön absetzen. Ja. Oh. Die vier Löcher, oder? Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Ich ja, vier Löcher. Das kannst du diese Löcher da. Ich glaube, mit dem Kran geht leichter. Ja. Wenn wir uns da den Zipfel holen. Brötchenwagen mit Kran, der steht zu Hause. Dann hole ich den Zipfel und dann holst und du den Beton. Genau. Ich glaube, mit der Folge kriegen wir es eh nichts mehr gebacken, aber. Ja, dann schaffen wir es schon mal hin für morgen. Ja. Für die nächste Aufnahme. Session. Aufnahme Session 4. Weil warum fahre ich jetzt mit dem G13, Alter? Ist das komisch? Mann. Ja, du hast dich jetzt schon dermaßen ans G13 gewöhnt, das muss man sagen. Naja, beim Fahren haben wir schon. Du hast doch den Controller hätte neben dir liegen. Ja, aber mit dem Controller fahren ist trotzdem noch scheiße. Also ich fahr trotzdem lieber mit Maus und Tastatur. Oder halt G13, mein Fall. Tastatur kann ich auch nicht fahren. Tastatur kann ich auch nicht fahren. Tastatur ist zwar eigentlich G13. Naja, aber es ist ganz aerodynamischer anders gebaut. Ja, gut, das stimmt. G13 kannst du wirklich schön deine Hand drauflegen. Kannst nichts sagen. Also aerodynamisch ist viel besser. Also dieser X-Force-Controller, wo... Tasten sind auch besser angeordnet, weil du bei der Tastatur hast ja meistens so das V so schräg oben an S und so und bei G13 hast du wirklich übereinander gerade. Das finde ich auch cool. Bei der Tastatur hast du ja jede Buchstabe ein bisschen verschoben. Was ist denn denn sein Problem jetzt mal ganz im Ernst? Von wem? Er will es nicht beladen. Er will ihn nicht sichern, aus irgendeinem Grund. Auf alle Fälle würde ich sagen, ja. Mal hier hinkommst, ansonsten. Ja, er will ihn nicht sichern. Bin ich gerade komplett bekloppt. Die Ladung ist nicht konkret korrekt verladen. Fahren wir gerne mit dem Mischer hier hinten rein.
Dann mache ich zum weiten Weg, um Beton nachzufüllen. Kannst du mir das wirklich mal sagen? Wenn ich einfach den Betonmischwagen aufheben könnte, Ich begreif's würde nicht. ich einfach den draufheben. Ed, kannst du das jetzt sagen? Warte mal kurz. Vielleicht, weil Beton drin ist. Keine Ahnung, aber es ging doch vorher auch immer. Eigentlich schon. Ja, gern, Leute, aber das finden wir in der nächsten Folge raus, wie das Ganze dann läuft. Der Hase. Irgendwas wurde. Oh, ja, wir sind jetzt bei Null angekommen. Gut. Wir haben null Geld, null Ahnung, null Erfolg. Erfolg. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.